Jetski-Unfall auf der Elbe in Schleswig-Holstein. Eine Frau und ihr Partner wurden lebensgefährlich verletzt. Gegen 1 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Die männliche Person hat eine schwere Kopfverletzung. Die weibliche Person wurde leblos treibend im Wasser aufgefunden. Noch während der Fahrt zum Land wurde diese weibliche Person reanimiert und dort dann dem Rettungsdienst übergeben. Ein Pärchen gab an, ein befreundetes Paar seit 40 Minuten zu vermissen. Die 4-köpfige Gruppe war offenbar in der Nacht auf 2 Jetskis losgefahren. Plötzlich waren die 32-Jährige und der 45-Jährige nicht mehr auffindbar. Der Fluss wurde abgesperrt, Einsatzkräfte suchten die Unterelbe ab. Am Ufer der Elbinsel Pagensand, eines Naturschutzgebietes, entdeckten die Rettungskräfte dann das vermisste Pärchen. Auf 2 Schiffen brachten sie das Paar erst nach Colmar, dann in die Klinik. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei. Die Feuerwehr spricht bis jetzt von der Kollision mit einem Hindernis. Und mein Kollege Jan-Henrik Dobers ist vor Ort. Hallo Jan-Henrik, weiß man inzwischen genaueres, wie es zu diesem Unfall kommen konnte? Ja, es war wohl so, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag hier im Hafen von Colmar eine Gruppe von Campern am Ufer ihr Lager aufgeschlagen hatte und dann kurz nach Mitternacht eine 33-Jährige mit einem 45-Jährigen die Schnapsidee hatten, mit einem Jetski unbeleuchtet auf das Wasser aufzubrechen. Die beiden sind dann ausgerüstet mit einer Laterne lediglich auf Wasser und Richtung eines Walls. Und an diesem Wall, an dem sind die dann stecken geblieben. Wir gucken gerade mal in die Richtung. Dort hinten ist ein Leuchtturm, eine kleine Insel, die zu sehen ist. Und dort war auflaufendes Wasser. Also das Wasser ist auf der Elbe quasi zurückgekommen. Und dort ist dann das Jetski kollidiert. Du stehst ja auch am Unglücksort. Beschreibe uns diesen bitte ein bisschen. Ja, man kann sich das so vorstellen. Hier ist eine kleine Campingfläche. Hier kommen Ausflügler aus Hamburg, aus ganz Schleswig-Holstein, die dann für Wochenendausflüge sich hier niederlassen. So war es wohl auch bei der Gruppe. War eben diese Frau, die nicht mit ihrem Mann, sondern mit einem Freund, der eben hier auch in dieser Gruppe war, aufs Wasser rausgefahren ist. Und wir haben auch mit Menschen hier gesprochen. Es war wohl so, dass hier viel getrunken wurde und zuvor eben auch auf einem Wohnwagen getanzt wurde. Und die Leute, die hier vor Ort waren, die haben deutlich gesehen, dass diese Menschen wohl ziemlich viel Alkohol getrunken hatten. Weißt du genaueres zum Gesundheitszustand der beiden? Ja, der ist wohl sehr kritisch. Also sowohl bei der Frau als auch bei dem Mann. Die beide schweben in Lebensgefahr, werden in Kliniken behandelt. Und bei der Frau ist es wohl sogar so gewesen, dass sie wiederbelebt werden musste und zeitweise bewusstlos war. Die Ärzte haben da noch viel vor sich, weil der Zustand von beiden eben sehr kritisch gewesen ist. Vielen Dank, Jan-Henrik Dobers.